apocalypse. Also eins kann ich vorab auf jeden Fall schon mal sagen. Die Feuerwehr Frankfurt hat auf jeden Fall nicht gespart mit dem Licht. Also das ist ja so eine helle Umkleide hier. Das ist ja so Wahnsinn. Aber die Klamotten, die sehen dafür richtig, richtig fetzig aus. Und der Maxima ist auch wieder mit dabei. Ich fasse es nicht. Also der folgt mir überall mit hin. Und okay, das sind halt Freunde von mir in Roblox, ne? Die immer wieder mit dabei sind, die sehen dann halt, ich bin auf den und den Server und spawn einfach hinterher. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen, falls ihr Bock habt. Vielleicht bekommt man somit halt auch leere Server ein bisschen voller, dass da mal ein bisschen mehr los ist. So Leute, in diesem Sinne grüße ich euch erstmal hiermit recht herzlich zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Roblox. Schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin, wie eben schon gehört oder gesagt, auf dem Server der Feuerwehr Frankfurt. So, ich dachte mir so, ich gucke mir das einfach mal an. Mal gucken, was wir hier so alles sehen werden oder nicht sehen werden. Ja, hier ist auch wieder so ein bisschen was buggy beim Fahrzeug. So, ja, und ich würde sagen, ich gebe einfach mal jeden Server eine Chance und wenn ich irgendwie mal so einen tollen Server sehe, dann spawne ich einfach mal rauf und ich probiere immer gerne irgendwelche anderen mal aus, damit man irgendwie auch nie den Spaß oder die Lust an Roblox verliert, finde ich. Also das macht einfach mal schön Laune, irgendwie neue Server vorzustellen und die sich anzusehen und so weiter. Und von daher so, ich wünsche euch viel Spaß. Wir gucken erstmal hier. Was haben wir denn hier? Spawn the car, drive safe. Oh Gott. Jetzt haben wir, ach du Scheiße. Also, nee, das ist, glaube ich, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck hier, ne? Dass wir jetzt hier alle Autos übereinander stellen. So, dann haben wir hier ein großes Auto, was wir anscheinend auch bewegen können. Wollte ich aber jetzt eigentlich nicht, weil das ist ja komplett, also da steht Feuerwehr und wir haben Frontblitzer und das war's dann. Dann haben wir ein großes HLF-20. Hamburger Kennzeichen. Dann eine große Drehleiter. Ja, okay. Und das Allerschönste und Beste ist hier der MTV. Der sieht echt cool aus, ne? Mercedes Vito, sehr schön. So. Ich glaube, der Maxima ist im ELW, ne? Ist das ELW 1? Kommt das hin? Ich glaube, ne? Das müsste das Auto sein. So, ich würde erstmal sagen, wir steigen erstmal direkt ein hier ins HLF. So, wenn es denn geht. So, dann gucken wir uns das mal an. Wir fahren erstmal kurz raus. Denn ich habe mich jetzt noch gar nicht vor dem Video irgendwie vorbereitet. Ich habe noch nichts weiter mir angeschaut, wie was funktioniert. Wir machen einfach mal drauf los. Vielleicht kann man auch hier irgendwas aufmachen. Vielleicht geht das ja oder halt auch nicht. Mir persönlich gefällt das Auto richtig gut. Ist ja ein Rosenbauauto, wie man hier sehen kann. Ist von der Feuerwehr Frankfurt, also besser geht's ja gar nicht, ne? Schönes Auto. So, also Funktionen. Also sehe ich jetzt hier bisher nicht. Also das kommt vielleicht alles noch. Kann sein, ne? Dass man irgendwie... Ui, dass da irgendwann noch was passiert oder so. Warum zum Teufel steht da hier schon ein Weihnachtsbaum, Mensch? Also das ist doch noch ein bisschen hin, Mensch. Also, na gut, wir haben September, ne? Also das sind ja nicht mehr so viele Monate bis Weihnachten. Ach, jetzt verstehe ich das. Hier liegt sogar schon Schnee. Deshalb war es vielleicht auch so hell im Raum, weil der generell weiß war, da noch der Schnee draußen. Das spiegelt alles natürlich ein bisschen, ne? Jetzt verstehe ich das alles. Naja, gut. So, was haben wir denn eigentlich hier noch für Funktionen? Wir haben erstmal einen schönen Pressluftatmer. Der sieht da gewaltig aus. Okay. Dann haben wir den Tank. Okay. Entschuldigung, ich kann nicht zum Einsatz. Mir hängt die Pressluftflasche mitten im Körper, im Bauch. Sorry, das ist nichts meins. Also hier ist ein bisschen was buggy. Also ich fühle mich gerade wie so eine Art Astronaut auf dem Mond. Also so sieht das gerade aus. Dann stecken wir das mal ganz schnell wieder weg, weil ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. So, der Kollege, der rastet erstmal richtig aus. Face Shield haben wir auch wieder. Protektor haben wir und eine Corona-Maske, ne? Eine Dust-Mask. Mask, wie auch immer. Sehr cool. So, und dann können wir hier on-off schalten. Was genau das heißt, das kann ich euch noch nicht sagen.
das ist wirklich gut hier. Achso, das ist jedes Mal woanders. So wie man halt sich bewegt, fällt das halt dann auch so, oder? Nee, doch nicht. Gut, also wir lassen unser Charakter mal genauso, wie jetzt ist, wenn man auf den Server spawnt, wenn man sich jetzt umzieht in die Einsatzklamotten. Das lassen wir einfach mal so. So, außerdem haben wir hier natürlich ein Strahlrohr. Kennt man auch von anderen Servern, also die nehmen sich eigentlich gar nicht so viel. Also Hauptsache, eigentlich nur von der Farbe, ne? Hauptsache, wir haben das Strahlrohr, das finde ich immer cool. Auch so ein Feuerwehrserver oder Einsatzserver. Dann haben wir hier eine schöne Axt. Dann haben wir ein Medic-Pack. Ein High-Rise-Pack. Das ist so ein Schlauchpaket, ne? Kennt man aus Amerika. Haben die Deutschen natürlich auch, ne? Also man sieht das des Öfteren. Dann haben wir hier eine Taschenlampe. Kannst du an- und ausmachen. Und K12. Das ist hier dieser Motor-Trennschleifer. Der auch ein paar Zaunprobleme hat. So. Aber mich interessiert jetzt mal das Auto, das Fahrzeug, ne? Das Herzstück einer Feuerwache. Ob wir hier jetzt erstmal richtig mit fahren können. Also, So. Ich glaube, wir sitzen hier. Nee. Ich glaube, so wird das hier nicht. Jetzt haben wir, oder? Jetzt sitzen wir auf dem Fahrersitz, genau. So, dann gucken wir auch gleich mal, was wir hier für Funktionen haben, wie das alles funktioniert. So auf jeden Fall schon mal nicht, okay. So. So, ELS-Display. Ach, okay, also man muss das alles hier separat ansteuern mit der Tastatur. Dann haben wir hier Secondary Reds. Das ist einfach nur das Heckwarnsystem. Change Tone. Okay, und Vehicle Flashers. Okay. Das Flashlight, ne? Genau. So, und Sirene. Okay, jetzt geht's ab hier. Der Horn quält sich auch so ein bisschen, ne? Das hört sich immer so qualvoll an. So. So ungefähr. Das hört sich wieder schön idyllisch an hier. Vom ILW oder was genau das sein soll. Das ist natürlich interessant. So, und wie verhält sich das, wenn man einen Brand hat? Also ich schätze mal, man nimmt einfach sozusagen das Strahlrohr in die Hand, geht dann hier in Nobody's House, ne? Und dann kann man halt hier die Brände löschen. Schätze ich mal. So wird das dann bestimmt ablaufen. Dass man dann halt so hier die Einsätze abarbeitet. Hier kannst du irgendwas anklicken. Nobody's House, genau. Weiß nicht, ob das irgendwie so ein Trigger ist, den man auslösen kann, dass dann irgendwas passiert im Gebäude. Das, wie gesagt, hat keine Funktion so wirklich. Also ich gehe mal davon aus, dass es noch gar nicht irgendwie installiert wurde, dass man halt irgendwas jetzt betätigen kann. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wir fahren einfach mal weiter. Also das ist gar nicht so einfach, hier ins Auto zu kommen, weil das Auto will halt jemanden nicht drin haben, sag ich mal, als Fahrer. Also jetzt sind wir irgendwo auf der Rückbank gelandet. So. Wir probieren es einfach nochmal. Ich bin da ja, ne? Ich hab ja Zeit. Ich würde ja gerne einfach mal. Ne, jetzt bin ich Beifahrer. Mensch. Ich würde ja das Huhn in der Pfanne verrückt, Mensch. Ich fasse es nicht. Was ist denn das hier? Das ist nicht schön. Das finde ich überhaupt nicht schön. Wenn es wirklich ernst werden sollte, dann hängen wir uns erstmal ans Auto vorne, ne? So wie jetzt ungefähr. Nee, also das finde ich richtig schade, dass man jetzt nicht einfach hier ins Auto rein kann und dann los, Tür auf, geht nicht. Kannst du probieren, wie du willst. Du musst halt wirklich genau zur Fahrerseite, zur Fahrertür. Und dann kannst du da irgendwie aufs Fahrzeug rauf. So, also das ist natürlich nicht so schön, ne? Also für so einen Feuerwehrserver, beziehungsweise angehenden Feuerwehrserver, sollte das schon funktionieren. Naja, gut. So, und was ich auch noch cool finde, ob das jetzt relevant ist oder halt nicht, ne? Also das kann jeder für sich selber entscheiden, ist, dass man hier auch das Wetter angezeigt haben kann, ne? Das ist Fahrenheit sogar hier, ne? Das ist ja nicht mehr Grad.
Also das soll anscheinend alles hier amerikanisch sein oder keine Ahnung, also was genau. Vielleicht ist das alles noch eine Arbeit und soll deutsch werden. Also das kann natürlich auch sein. Aber ich gehe mal davon aus, Feuerwehr Frankfurt, ne, ist eine deutsche Feuerwehr, eine deutsche große, berühmte Feuerwehr. Dann sollte das auf jeden Fall so bestimmt auch werden. So, und dann haben wir hier noch eine schöne Drehleiter. Von den Texturen ist die jetzt nicht so ganz, ne? Wenn man zum Beispiel das jetzt mal vergleicht mit Berlin V3 oder mit den Feuerwehr Wuppertal-Server, ja, da kann man halt schon ja, so ein bisschen Kritik äußern, aber ich persönlich nicht. Ich finde das einfach alles, wie gesagt, richtig cool. Also alles, was so blinkt und leuchtet und Feuerwehr draufsteht, ist halt wirklich meins. Das ist egal, wie das aussieht. Also da bin ich auch im Alice immer wieder so, dass ich sage, mich stört das überhaupt nicht. Hauptsache das fährt und Hauptsache man hat damit Spaß. Und ich finde das immer wichtig, der fliegt erstmal hin und her hier, ne? Ich glaube, das ist sogar der RTB. Ich finde es halt immer wichtig, dass man halt damit Spaß hat und man sozusagen auch Fahrzeuge hat, die fehlerfrei sind. Also fehlerfrei sind die, glaube ich. Also da würde das würde sich schon bemerkbar machen, denke ich mal, wenn da irgendwie was nicht richtig funktionieren sollte. So, ansonsten zu den Fahrzeugen haben wir erstmal alles erzählt. Hier haben wir die kleine, ich nenne es mal Rezeption. So sieht es ungefähr aus. Also du kannst hier halt reingehen und dann bist du halt dann später hier in der Umkleide. So, hier ist die Umkleide, dann kannst du halt hier wieder rein, kannst deine Sachen umziehen, ausziehen, wie auch immer. Und kannst direkt in die Fahrzeughalle rein laufen. So, dann haben wir hier noch den MTB. Hört sich ein bisschen an wie so ein älteres Auto, ne? So ein Robur Ello oder so. Da haben wir den Motorsound, wenn man keinen Martinshorn hören möchte. So, dann müssen wir erstmal Gänge schalten hier. So, MTV am Einsatzort eingetroffen. Ja, also man merkt, das ist gar nicht so einfach. Da muss man erstmal reinkommen. Also eigentlich im Grunde genommen also sind oder unterscheiden sich die Server von den anderen überhaupt eigentlich nicht. Also die Funktionen sind halt immer gleich. Ist halt bloß ein bisschen angeordnet meistens. Und halt von den Texturen oder vom Realismus her sind die meisten Fahrzeuge auf anderen Servern vielleicht besser. Aber wie gesagt, mir gefällt es trotzdem. Und na, mal gucken. Vielleicht kommen wir nochmal in einem Video wieder zurück. Bisher weiß ich das noch nicht. Ich bin gerade so auf weitere Serversuche. Und ihr könnt gerne noch eure Servernamen, vielleicht wo ihr selber drauf spielt oder die ihr vielleicht schön findet oder kennt, mal in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr irgendwelche Servernamen habt in Roblox. Und dann kann ich da vielleicht mal ein separates Video drüber machen. So wie jetzt hier auf der Feuerwehr Frankfurt auf dem Server in Roblox. Und ja, ansonsten Leute, ne, wenn euch das gefallen hat, was ihr heute in diesem Video gesehen habt, dann lasst mir gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt mir gerne auf Twitch. Da bin ich fast immer live und dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Und ansonsten schaut einfach gerne in die Videobeschreibung vorbei. Da sind eigentlich alle wichtigen Sachen verlinkt. Und an dieser Stelle sehen wir uns hoffentlich bald wieder, würde ich sagen. Ich werde erstmal meine Ausrüstung ablegen hier. Und werde erstmal ein bisschen mehr nach Hause gehen. Das reicht heute hier fürs Erste. So Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.